Mein Name ist Volker Bruch. Ich bin Schauspieler. Und ich habe Angst. Aber ich merke, wie meine Angst nachlässt. Und das macht mir Angst. Ein Jahr lang hatte ich durchgehend Angst. Doch diese Angst lässt jetzt nach. Und das macht mir Angst. Ich will wieder mehr Angst haben. Denn ohne Angst habe ich Angst. Deshalb appelliere ich an unsere Regierung. Macht uns mehr Angst. Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt. Liebe Regierung, lasst uns in dieser Lage nicht allein. Es ist jetzt so wichtig, dass wir alle genug Angst haben. Bleiben Sie gesund und halten Sie sich an Ihrer Angst fest. Hallo, ich bin Alexandra Marinescu, Schauspielerin und ich habe im letzten Jahr sehr viel gelernt. Was genau ich gelernt habe, das weiß ich leider nicht mehr so genau. Aber das macht auch nichts, denn ich lerne ständig so viel Neues. Erst habe ich gelernt, dass Masken gar nichts bringen. Dann habe ich gelernt, dass selbstgenähte Stoffmasken voll gut sind. Dann habe ich gelernt, dass selbstgenähte Stoffmasken nicht gut sind und dass ich die 9 Monate unter Lebensgefahr in den Supermarkt gegangen bin und ich stattdessen lieber eine OP-Maske tragen sollte. Dann habe ich gelernt, dass OP-Masken gar nichts bringen und dass ich lieber eine FFP2-Maske tragen sollte. Und vielleicht lerne ich morgen, dass ich mir einen Staubsaugerbeutel über den Kopf ziehen sollte. Ich bin dankbar, dass ich jeden Tag so viel lernen darf und ich kann es kaum erwarten, was ich als nächstes lernen werde. Bleiben Sie gesund. Unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen und hören auch Sie nie auf zu lernen. Mein Name ist Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Und dafür sorgen, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung. Verantwortungslosen, menschenverachtenden Ärzten und Wissenschaftlern, die zu anderen Schlüssen kommen als die beratenden Experten unserer Regierung und die sich mit Professuren an weltberühmten Universitäten und Nobelpreisen schmücken, ich möchte sagen, tarnen, dürfen wir keine Bühne geben. Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was wirklich gut für uns ist. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl, dass einige Zeitungen damit beginnen, alte, überwunden geglaubte Vorstellungen von kritischem Journalismus wieder aufleben zu lassen. Dagegen müssen wir uns wehren. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Bleiben Sie gesund. Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht. Ich bin Martin Brambach, Schauspieler, und ich habe im letzten Jahr angefangen, solidarisch mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen. Ich bin ein eher unsicherer Mensch und brauche klare Regeln. Und es tut mir gut, wenn ich andere darauf hinweisen kann, was sie falsch machen. Und es gibt ja ständig neue Maßnahmen und Regelungen. Ich halte mich immer auf dem Laufenden. Da bin ich der Erste, der das weiß und kann den Menschen in meiner Umgebung sagen, was sie falsch machen. Besonders freue ich mich, wenn ich jemanden ohne Maske erwische. Den mache ich fertig. Dem sage ich dann, dass er ein rücksichtsloses Arschloch ist. Das ist für mich gelebte Solidarität. Weil am Ende ist das gut für uns alle. Bleibt gesund. Bleibt solidarisch. Haltet euch an die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Mein Name ist Nina Gummich. Ich bin Schauspielerin und ich mache mich stark für die Meinungsfreiheit. Besonders jetzt, während so turbulenten Zeiten wie der Corona-Pandemie. Deswegen habe ich mich in den letzten Monaten Stück für Stück von meiner eigenen Meinung befreit. Und ich muss sagen, ich fühle mich richtig gut damit.
Eine eigene Meinung zu haben, ist momentan tatsächlich krass unsolidarisch. Führt zu immer mehr Infizierten. Und verunsichert nicht nur mich selbst, sondern auch mein gesamtes Umfeld. Und das muss ja nicht sein. Es ist für uns alle am besten, wenn wir einfach das wiedergeben, was uns von der Bundesregierung aufgetragen wird. Denn nur so können wir uns in der Gemeinschaft wieder solidarisch und aufgehoben fühlen. Und für die Karriere ist es auch besser. Also mein Ratschlag für alle, die noch was werden wollen: Befreit euch von eurer eigenen Meinung. Keine Meinung ist die beste Meinung. Mein Name ist Ulrich Beinert. Ich bin jetzt auch Schauspieler. Das macht man heute so. Mitmachen. Das nennt man Solidarität. Schauspieler zu sein ist echt toll. Man darf in fremde Rollen schlüpfen, die einem andere vorgeben. Ein bisschen wie ein Bankkaufmann, der einen Gesundheitsminister spielt. Wir müssen jetzt alle Schauspieler sein. Schaut doch mal. Unsere Bundesregierung hat uns ein Drehbuch gegeben. Das müssen wir nun spielen. Das ist ein Job. Unser Job als mündige Bürger. Man kann auch nicht immer nur den Guten spielen. Manchmal ist man der Böse. Und einigen liegt das viel besser. Nur wenn wir uns an das Drehbuch halten, wird der Film so, wie Regisseur und Produzenten es wollen. Wir müssen unsere Rolle spielen, und zwar richtig. Wir lassen uns testen, selbst wenn wir uns gesund fühlen. Je mehr, desto besser. Wir machen auch Alkoholtests, selbst wenn wir nichts getrunken haben. Und wir gehen gelegentlich auf den Friedhof, um nachzusehen, ob wir nicht vielleicht schon tot sind. Wir hinterfragen die Anweisungen der Regie nicht. Es ist doch nur ein Film. Werdet auch ihr Schauspieler und haltet euch an das Drehbuch. Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen, lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen. Mitten in uns, angesichts des großen Todes, der uns alle umsteht und den nicht einmal die fürsorgliche Politik engagierter deutscher Regierungsbeamter wegzuadministrieren imstande sein wird, scheint es mir vollkommen irrelevant, ob eine Tankstelle als System relevant offen bleibt oder ein Wirtshaus als System irrelevant geschlossen wird. Und so fordere ich unsere erhabene Regierung auf, endlich fair und konsequent zu beenden, was bislang total vermasselt wurde. Schließen Sie ausnahmslos jede menschliche Wirkungsstätte und jeden Handelsplatz. Nicht nur Theater, Cafés, Schulen, Fabriken, Buchhandlungen, Knopfläden, nein, auch alle Lebensmittelläden, Wochenmärkte und vor allem all die Supermärkte. Sind wir erst am Leibe und nicht nur an der Seele verhungert und allesamt mausetot, entziehen wir auch dem Virus samt seiner hinterhältigen Mutantenbagage die Lebensgrundlage. Und so kehrt endlich zurück, was unser Planet dringend benötigt: Ruhe und Frieden. Und Gerechtigkeit. Danke. Ich bin Ulrike Volkerts und ich bin Schauspielerin. Ich unterstütze die Corona-Maßnahmen, weil ich das Meer liebe. Und weil ich das Meer liebe, will ich mehr. Mehr Maßnahmen. Nur mit mehr Maßnahmen komme ich wieder ans Meer. Und deswegen liebe ich auch die Maßnahmen, weil ich dann wieder ans Meer komme. Nur mit mehr gibt es wieder mehr. Mehr Maßnahmen gibt mehr mehr. Also jetzt mehr gibt später mehr. Deswegen unterstütze ich auch die Maßnahmen und will mehr davon. Und noch viel mehr. Und noch mehr. Immer mehr. Weil ich das Meer liebe. Hashtag gibt mir mehr. Guten Tag. Mein Name ist Wotan Wilken-Göring. Ich bin Schauspieler. Aber das tut ja gar nichts zur Sache. Wir sitzen da gerade alle im gleichen Boot. Finden Sie nicht auch, dass das gerade schlecht läuft irgendwie? Dass die falschen Entscheidungen getroffen werden? Und dass es uns nicht gut geht, weil wir drin bleiben müssen und nicht raus dürfen?
Das habe ich auch gedacht, bis ich gestern wieder mal so einen Test gemacht habe. Das Testergebnis war negativ und das war positiv. Und da wurde mir alles klar. Wenn negativ positiv ist, dann geht's uns gar nicht schlecht, sondern gut. Dann sind die Maßnahmen nicht falsch, sondern richtig. Und dann bin ich gar nicht drin, sondern draußen. Also, bleiben Sie positiv. Bleiben Sie gesund. Ich bin Werner Eng und ich bin Schauspieler. Ich hatte immer meinen eigenen Kopf. Aber jetzt in der Pandemie merke ich, wie anstrengend das manchmal ist, seinen eigenen Kopf zu haben. Seit dem Lockdown ist alles viel leichter. Endlich haben wir alle einen gemeinsamen Kopf. Regierung, Presse und Wissenschaft. Wir alle sind uns einig. Und weil wir uns alle einig sind, haben wir auch alle recht. Das hat mein Leben so viel einfacher gemacht. Endlich kann ich das Richtige tun, ohne mir meinen eigenen Kopf zu zerbrechen. Und weil wir alle recht haben, ist es auch die Wahrheit. Und deswegen haben wir jetzt alle eine Meinung. Ich vertraue dieser Meinung, weil wir eben recht haben. Und weil es die Wahrheit ist. Ist doch logisch, da brauche ich meinen Kopf nicht mehr. Und deshalb unterstütze ich die Corona-Maßnahmen. Bleiben Sie gesund. Hi, mein Name ist Ben Münchow und ich bin Schauspieler und Musiker und ich war schon immer sehr faul. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass faul sein alleine gar nicht ausreicht. Ich habe jetzt auch aufgehört zu denken. Ich meine, wenn ich auf den Gedanken komme, kurz nachzudenken, dann denke ich einfach sofort nichts mehr. So. Neulich hatte ich den Gedanken, das Haus zu verlassen. Einfach so. Zum Glück habe ich diesen Gedanken nicht zu Ende gedacht. Denken Sie doch mal darüber nach, was passieren würde, wenn alle einfach vor die Tür gehen würden. Die würden ausrutschen, hinfallen, sich was brechen. Das zeigt doch eindeutig, wir sollten alle zu Hause bleiben. Bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie denkfaul. Und denken Sie nicht an Lockerungsübungen. Mein Name ist Claudia Rippe und ich bin Schauspielerin. Und ich habe in dieser Pandemie gelernt, dass es keinen Unterschied zwischen wir und ihr gibt. Wenn meine Nachbarn zu laut sind, dann gehe ich hoch und sage, wir machen zu viel Krach. Und wenn ein Hund auf den Gehweg kackt, dann sage ich zum Besitzer, unsere Hunde machen zu viel Dreck. Wenn mein Mann sich nachts im Bett zu breit macht, dann sage ich, wir nehmen zu viel Platz ein. Und wenn er schnarcht, dann sage ich, wir schnarchen. Wenn ich will, dass irgendwer Opfer bringt, dann sage ich, wir müssen Opfer bringen. Und wenn ich Leute einsperren will, dann sage ich, wir müssen zu Hause bleiben. Wir alle, gemeinsam. Und Ihnen sage ich jetzt, die Zeiten sind hart, aber wir schaffen das. Wir, gemeinsam. Bleiben wir gesund. Grüß Gott, mein Name ist Bernd Gnann, ich bin Schauspieler und ich habe Angst. Das ganze letzte Jahr hatte ich eigentlich die ganze Zeit Angst. Bloß in letzter Zeit, da habe ich eher so Schiss. Und da habe ich jetzt auch den Unterschied gemerkt zwischen Angst und Schiss. Zum Beispiel Angst ist, wenn die Regierung sagt, es ist schlimm, es ist ernst, nehmen Sie es ernst. Schiss ist, wenn Ausgangssperre ist und ich 500 Euro zahlen muss, weil ich beim Hund rausführe, der Hund vergessen habe. Also ich hätte lieber wieder weniger Schiss und dafür mehr Angst. Daher wäre meine konkrete Bitte an die Regierung, könntet ihr mir mal wieder mehr Angst machen? Also so mit richtig dramatische Horrorszenarien mit Millionen Toten und Kindern, die ihre Großeltern um die Ecke bringen. Das wäre gut. Ja, dann hätte ich weniger Schiss und wieder mehr Angst. Weil so kann es, finde ich, jetzt nicht weitergehen. Ja, da habe ich einfach Schiss. Danke. Und bleiben Sie gesund, gell?
Mein Name ist Christine Sommer, ich bin Schauspielerin und Mutter einer 13-jährigen Tochter. Am Anfang habe ich mir um sie richtig Sorgen gemacht. Denn sie saß nur vom Sofa, hat gegessen und Fernsehen geguckt. Und ist dabei total dick geworden. Aber es hat sich zum Glück jetzt geändert. Sie ist jetzt immer im Internet. Ich weiß gar nicht genau, was sie da macht, aber sie hat anscheinend lauter neue Freunde gefunden. Und ist wie ausgewechselt. Die Kilos, die sie zugenommen hatte, die sind alle verschwunden. Sie ist jetzt wirklich total dünn geworden. Ihr passen sogar die Klamotten von vor 3 Jahren. Aber die will sie gar nicht mehr tragen, denn sie nimmt jetzt nur noch schwarze Klamotten. Und alles muss immer lange Ärmel haben. Sie kommt auch gar nicht mehr aus ihrem Zimmer. Ich stelle ihr einfach das Essen vor die Tür. Letzten 3 Tage hat sie es gar nicht reingeholt. Aber das sind wahrscheinlich die ganz normalen Begleiterscheinungen einer Pubertierenden. Ich bin so froh, dass wir als Familie gut durch die Corona-Zeit gekommen sind. Bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Mein Name ist Christian Erich. Ich bin Schauspieler und habe nachgedacht über das Thema Beifall von der falschen Seite. Ich denke, falls irgendwann die Theater wieder aufmachen, wer weiß, dann werde ich beim Theaterbesuch, wenn das Stück vorbei ist, aufstehen und ganz nach links rüberwandern. Und dann erst klatschen. Dann können alle ganz klar sehen, wo ich stehe. Das ist für die Schauspieler auf der Bühne möglicherweise irritierend. Für die kommt der Beifall von rechts. Aber um die geht es ja nicht. Es geht um die anderen Zuschauer, dass die ganz klar sehen, wie ich da stehe. Wo? Niemand soll denken, ich würde von rechts applaudieren. Und am besten wäre es, wenn das alle so machen würden. Ja, wenn das Stück vorbei ist, wenn der Vorhang fällt, aufstehen und rübermarschieren. Vielleicht können sogar die, die sowieso schon links sitzen, auch aufstehen als Zeichen und noch weiter nach links gehen, ins Foyer ausweichen. Dann können alle unmissverständlich richtig stehend klatschen. Bleiben Sie gesund und kommen Sie auf die richtige Seite. Wir teilen Ihnen zeitnah mit, wo die ist. Hallo, ich bin Heike Makatsch. Ich bin Schauspielerin. Es hat geklingelt, aber ich mache nicht auf. Vielleicht ist es Lieferando, vielleicht Amazon, DHL. Egal, ich mache nicht auf. Weil ich Verantwortung übernehme. Für dieses Land. Und es macht mir große Sorgen, dass es da draußen egoistische Leute gibt, die aufmachen wollen. Gerade jetzt, wo es besonders wichtig ist, dass wir alle nicht aufmachen. Ich mache immer noch nicht auf. Vielleicht stapeln sich da draußen die Pakete und die Pizzas. Aber damit müssen wir klarkommen. Wir alle, die wir in diesem Haus leben. Gemeinsam schaffen wir das. Bleiben Sie gesund und machen Sie auch nicht auf. Mein Name ist Hans Zischler. Ich bin, aber auch manchmal nicht, Schauspieler. Ich möchte eins vorausschicken. Ich distanziere mich von allem, was ich im Folgenden sagen werde. Dies nur vorweg und jetzt zur Sache. Ich distanziere mich in aller Form von der Corona-Politik und der Kommunikation der Corona-Politik unserer Regierung. Ich distanziere mich ebenso entschlossen von jeglicher Kritik an der Corona-Politik. Und ich distanziere mich von Querdenker-Demos, von Schwurblern, Esoterikern und Wissenschaftsleugnern. Ich distanziere mich vom Robert-Koch-Institut und dessen arithmetischen Politik der absolut gesetzten Zahlen. Ich distanziere mich von der Rhetorik und Metaphorik, die sich in Begriffen wie Abstandsgebot, Brücken-Lockdown und Wellenbrecher-Shutdown, wie überhaupt Anglizismen dieser Art, kundtun. Ich distanziere mich vom Social Distancing und ich distanziere mich von all meinen Mitmenschen. Ich distanziere mich von dieser Aktion. Ich distanziere mich auch von allem, was auf dieser Seite zu sehen sein wird. Ich distanziere mich in aller gebotenen Schärfe von mir selbst,
distanziere mich von morgens bis abends. Mit anderen Worten, ich nehme Abstand. Mein Name ist Inka Friedrich, ich bin Schauspielerin und Mutter zweier Kinder. Mein älterer Sohn ist 16 und das ist natürlich jetzt eine schwierige Zeit für ihn. Ich sehe da immer diese Videos, wo Jugendliche von der Polizei gejagt werden. Und da mache ich mir natürlich Sorgen, dass meinem Sohn das auch passiert. Also haben wir uns im Familienrat zusammengesetzt und eine Lösung gefunden, die für uns alle funktioniert. Er geht jetzt einfach gar nicht mehr raus. Freiwillig. Und falls er doch mal rausgeht, dann verprügel ich ihn mit dem Gummiknüppel. Weil bevor die Polizei das macht, mache ich das lieber selber. So schütze ich meine Familie. Bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Mein Name ist Jens Wawritschek. Ich bin Schauspieler und ich habe Angst vor Beifall von der falschen Seite. Wenn ich Theater spiele, darf im Zuschauerraum in der rechten Hälfte niemand sitzen. Dann kommt der Beifall nur von links. Allerdings, wenn man dann unten steht, ist das ja andersrum. Dann sitzen die Leute nur rechts. Und dann darf da auch niemand sitzen. Das Theater muss ganz leer sein. Dann kommt kein Beifall von der falschen Seite und dann fühle ich mich sicher. Bleiben Sie gesund und... Ich bin Jörg Bunschuh und ich bin Schauspieler. Und ich mache mir Sorgen. Da draußen sind jetzt so viele Menschen, die nicht wissen, was sie tun sollen. Diese Menschen brauchen Aufklärung. Sie brauchen Werbespots fürs Händewaschen und für Maskentragen. Sie brauchen Plakate, auf denen steht, dass sie diszipliniert sein sollen. Diese Menschen wollen diese Plakate. Das ist jetzt so wichtig. Hängt mehr Plakate auf, schaltet Werbespots, macht Werbung für Abstand und für Hygienemaßnahmen. Die Menschen sind so dumm, man muss ihnen genau sagen, was sie machen sollen. Gemeinsam schaffen wir das. Bleiben Sie gesund. Und halten Sie sich an die Corona-Maßnahmen. Danke. Hallo, mein Name ist Katrin Osterhude, ich bin Schauspielerin. Für viele ist das Virus ja abstrakt. Für Kinder ist es das aber ganz besonders. Und damit sich auch meine Kinder verantwortungsvoll verhalten, haben wir bei uns zu Hause jetzt die Inzidenzregelung eingeführt. Jeden Morgen schreiben wir hier den gültigen Inzidenzwert auf diese Tafel, um das Ganze für die Kinder spürbar und erlebbar zu machen. Und deshalb hat dann dieser Wert, sobald das Licht brennt, auch ganz konkrete Auswirkungen auf das, was wir als Familie dürfen und was eben nicht. Ab einem Wert von 100 gibt es zum Beispiel sofort Fernseh- und Internetverbot. Ab einem Wert von 80 jetzt lediglich keine Süßigkeiten und nur einmal am Tag raus. Ab einem Wert von 50 gibt es so ein kleines Schmankerl. Also wir zeigen den Kindern dann immer so ein extra YouTube-Video zur Belohnung. Und wenn dann hier irgendwann mal eine 30 steht, dann, das ist fest versprochen, dann machen wir alle zusammen eine Fahrradtour. So, und damit das aber auch möglich wird, gibt es eben ab einem Wert von 150 kein Abendessen. Ab einem Wert von 200 Isolation im eigenen Zimmer und ab einem Wert von 250 wird das erste Kind zur Adoption freigegeben. Ab einem Wert von 300 dann das zweite. Bitte, bitte helfen Sie, dass ich meine Kinder behalten darf. Führen auch Sie die Inzidenzregelung in Ihrer Familie ein und unterstützen Sie so die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Hallo, mein Name ist Kostja Ullmann, ich bin Schauspieler und das ist mein Handy. Zu Beginn der Pandemie habe ich mich gefragt, was ich tun kann, ja, was mein Beitrag ist. Anfangs habe ich noch sehr viel telefoniert mit Freunden, mit Verwandten, aber irgendwann fiel mir auf, dass das falsch ist. Denn wenn man sich hört, will man sich irgendwann auch sehen. Und wenn man sich sieht,
kann man sich anstecken. Und deswegen habe ich alle meine Kontakte von meinem Telefon gelöscht. Damit schütze ich mich, aber auch andere vor möglichen Kontakten. Und es geht ganz einfach. Gehen Sie auf Kontakte, alle auswählen, löschen. Helfen Sie mit. Löschen auch Sie alle Kontakte und unterstützen damit die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Bleiben Sie gesund. Mein Name ist Markus Gläser, ich bin Schauspieler und mir ist klare Haltung wichtig und dass ich nicht in der rechten Ecke stehe. Also, beim Film gibt es ja Kollegen, denen ist das egal. Die stellen sich einfach so in die rechte Ecke. Gucken Sie, das ist die rechte Ecke. Und wenn der Regisseur sagt, geht da mal hin, dann machen die das. Aber ich gehe da nicht hin. Ich habe da ganz klare Grenzen und die kann ich auch vertreten. Da kann das Projekt noch so spannend und der Regisseur noch so berühmt sein. Ich lasse mich nicht in die rechte Ecke stellen. Da muss der Kameramann dann halt irgendwie mit klarkommen. Und manche machen dann so Tricks, dass man auf einmal doch in der rechten Ecke steht. Aber sowas bemerke ich und reagiere entsprechend. Das ist dann vielleicht etwas schwieriger für alle am Set, aber meine klare Haltung ist mir das wert. Da fühle ich mich gut und sicher. Und am sichersten fühle ich mich in Räumen ohne Ecken. Und deshalb wünsche ich mir ab jetzt Filmsets in runden Räumen. Bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Vorsicht, Paul. Hi. Mein Name ist Maxim Nemeth. Ich bin Schauspieler und zweifacher Familienvater. Meine Frau und meine Tochter habe ich jetzt seit einem Jahr nicht mehr gesehen, aber wir FaceTime und Skypen und Zoomen mehrmals täglich. Manchmal höre ich Lea auch drüben toben oder kreischen. Dann muss ich mich ganz schön zusammenreißen, um nicht rüber zu gehen. Das Vaterherz. Aber die Gesundheit geht natürlich vor. Wir mussten die Kinder voneinander trennen, nur so konnten wir verhindern, dass sie miteinander spielen. Die Wohnung haben wir uns aufgeteilt. Ich mit Paul ins Kinderzimmer und Birgit mit Lea ins Schlafzimmer. Küche und Bad teilen wir uns im Stundentakt. Und wenn doch mal einer ungeplant aufs Klo muss oder außerhalb der eingeteilten Zeit was essen will, dann telefonieren wir und regeln das ganz unbürokratisch. Ich bin für den Lockdown und die Corona-Maßnahmen, damit wir wieder eine Familie sein können. Also natürlich erst nach der Pandemie, dann sind wir wieder eine Familie. Also in 3, 5 oder 10 Jahren. Aber selbst wenn es 20 Jahre dauert, wir können warten. Und wir unterstützen die Corona-Maßnahmen. Ich bin Caroline Teska und ich bin Schauspielerin. Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich nie weiß, was ich machen soll. Beim Film und beim Theater gibt es ja immer einen Regisseur, der mir sagt, was ich machen soll. Fühle ich mich sicher. Im Alltagsleben hatte ich das bisher nicht. Da musste ich immer alles selbst entscheiden. Aber seit Corona ist das anders. Jetzt bekomme ich auch im Privatleben immer ganz genau gesagt, was ich machen soll. Das finde ich super. Und deswegen wünsche ich mir, dass die Corona-Maßnahmen nie aufhören. Bleiben Sie gesund und machen Sie, was Sie sollen. Hallo, mein Name ist Ramin Yazdani, ich bin Schauspieler und spiele hier jemanden, der ein bisschen Geld in Aktien investiert hat. Das mit Corona habe ich anfangs gar nicht so ernst genommen. Und dann sind die Kurse abgestürzt. Da dachte ich, ich muss irgendwas machen. Also ich habe angefangen, Yoga zu machen und zu meditieren. Und es hat funktioniert. Seit ich Yoga mache, sind die Kurse wieder nach oben gegangen. Zwischendurch habe ich mal ein paar Tage nicht mehr Yoga gemacht. Und dann sind sie gleich runtergegangen.
Also habe ich nochmal Yoga gemacht. Und dann sind die Kurse gleich wieder nach oben raufgegangen. Damit ist wissenschaftlich eindeutig erwiesen. Yoga hilft. Und jetzt kommt es. Ich habe dasselbe mit den Corona-Zahlen versucht. Und es hat auch funktioniert. Je stärker ich Yoga machte, desto steiler sind die Corona-Zahlen nach unten gegangen. Also wir müssen alle Yoga machen. Das ist das Einzige, was uns aus der Pandemie helfen kann. Also ich fordere alle auf, hartes Yoga. Jetzt! Bleiben Sie gesund. Hallo, ich bin Nadine Dubois, ich bin Schauspielerin und ich schütze mich und andere, indem ich zu Hause bleibe. Das kann ich mir zum Glück leisten. Es gibt ja auch für alles Lieferdienste. Die kommen dann hierher und bringen mir Sachen, damit ich nicht raus muss. Und es gibt zum Glück die Müllabfuhr und Wasser und Strom. So viele Menschen da draußen krempeln die Ärmel hoch und packen mit an, damit ich hier sitzen und mich und andere schützen kann. Das finde ich gut. Nicht gut finde ich, wenn diese Menschen dann am Wochenende rausgehen aus ihren kleinen dunklen Wohnungen und sich in den Park setzen. Dann gehe ich auf meinen Balkon, mache davon Fotos und schreibe auf Twitter, dass die schrecklich egoistisch sind. Und dann gehe ich auf meine Dachterrasse, lasse mir die Sonne ins Gesicht scheinen und fühle mich gut, weil ich mich und andere schütze. Bleiben Sie gesund und machen Sie es genauso. Hallo, ich bin Richie Müller. Ich bin Schauspieler und mache mir sehr große Sorgen um das Coronavirus. Und deswegen atme ich immer aus dieser Tüte ein und in diese Tüte aus. Auf diese Art komme ich mit der Raumluft nicht in Kontakt und atme auch nicht in die Raumluft aus. Somit schütze ich mich und andere. Und ich fände es gut, wenn sich andere Leute daran ein Beispiel nehmen würden. Denn es gibt so viele Egoisten und Undisziplinierte und die sind doch daran schuld, dass alles so schlimm ist. Wenn jeder die Zwei-Tüten-Atmung benutzen würde, hätten wir schon längst keinen Lockdown mehr. Also bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Ich gehe jetzt mal Luft holen. Mein Name ist Roland Düringer, ich bin Schauspieler und ich unterstütze die Maßnahmen unserer Bundesregierung. Ich lebe ein, wie ich meine, durchaus eigenverantwortliches Leben. Aber gerade bei so einem privaten Thema wie meiner Gesundheit, da möchte ich mich eigentlich nicht auf mich selbst verlassen. Und ich bin froh, dass der Staat meine Gesundheit zu einer öffentlichen Angelegenheit gemacht hat. Zugegeben, früher, da dachte ich, wenn ich ganz einfach auf Körper, Geist und Seele achte und mein Immunsystem durch Bewegung an der frischen Luft, durch maßvolle Ernährung und ausreichend Schlaf stärke, dass ich so Verantwortung für meine Gesundheit übernehmen könnte. Aber heute, gut informiert, weiß ich es besser. Mein Schicksal, das liegt in Ihrer Hand. Krankheit muss nicht sein. Und selbst der Tod ist ja lediglich ein Fehler der Schöpfung. Wenn wir uns brav anstrengen, dann können wir gemeinsam mit der modernen Wissenschaft diesen Fehler korrigieren. Wer in Zukunft schon mit 85 Jahren in die Kiste hüpft, der hat eigentlich nur auf ein Software-Update vergessen. Also, bleiben Sie mir bitte gesund, befolgen Sie brav die Maßnahmen der Bundesregierung und bescheren Sie so mir und auch Ihnen
ein ewiges Leben. Mein Name ist Kea Königer und ich bin Schauspielerin. Und ich freue mich. Das hier hinter mir ist Deko Behrendt. Den Laden gab es seit 1914. Der hat zwei Weltkriege überlebt. Ich freue mich, dass der jetzt weg ist, weil wir haben ja sowieso nichts mehr zu feiern. Wir sollten überhaupt nie wieder feiern. Also, dann sind wir alle am sichersten. Und dann wird das Leben so richtig schön. Sehr schön. Bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Mein Name ist Thorsten Merten. Ich bin Schauspieler und ich mache mir Sorgen. In den letzten 12 Monaten bin ich nicht raus und habe auch niemanden getroffen. Das ist nicht immer einfach, aber in Zeiten wie diesen für mich selbstverständlich. Auch zu meiner Frau halte ich maximalen Abstand. Zum Glück gibt das unsere Wohnsituation her. Hallo? Schatz? Aber ich mache mir Sorgen, weil viele egoistisch sind und keinen Abstand halten. Warum können diese Leute nicht einfach auch in große Wohnungen, Häuser oder Villen ziehen, um Abstand zu halten? Können wir sie dazu zwingen? Kann die Bundesregierung nicht dafür sorgen, dass wir alle in Villen leben? Wir können zum Mond fliegen, aber das können wir nicht. Das macht mir Sorgen und diese Sorgen möchte ich mit Ihnen teilen. Bleiben Sie gesund und halten Sie Abstand. Mein Name ist Tina Maria Aigner, ich bin Schauspielerin und ich bin ein großer Fan von unserem Grundgesetz. Menschenwürde. Toll. Freiheitsrechte. Mega. Gleichheit vor dem Gesetz. Hammer. Und für diese Rechte braucht es einen Grund. Deswegen heißen sie ja Grundrechte. Diesen Grund zu finden ist schwierig. Denn er ist abhängig vom Inzidenzwert, vom R-Wert, von der Impfbereitschaft, von den schlimmen Nachrichten aus anderen Ländern und von Kurven, die irgendwo schnell in die Höhe gehen. Manchmal weiß man gar nicht, wo er ist. Der Grund. Also ich stelle mir das dann so vor, wie in einem Teich. Auf dem Grund ist Schlamm und da sind irgendwo Fische. Also da ist der Grund. Und wenn man den aufwühlt, dann sieht man ja auch nichts mehr. Also vielleicht lassen wir das einfach mit dem Grund. Naja, ich muss da auch nochmal drüber nachdenken, das ist ja auch alles nicht so einfach. Bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen mit und ohne Grund. Hallo. Ich bin Tristan Pütter, ich bin Schauspieler und ich fühle mich nicht sicher. Deshalb habe ich mich entschieden, nie wieder ins Theater zu gehen. Aber ich fühle mich trotzdem nicht sicher. Es könnten ja andere Menschen ins Theater gehen, sich dort infizieren und dann den Virus zu mir tragen. Deshalb fordere ich die Politik auf, lasst die Theater zu. Macht sie nie wieder auf, ein für alle Mal. Der Virus wird immer da sein, deshalb dürfen die Theater nicht wieder aufmachen. Aber das macht nichts. Wir machen ja jetzt selber Theater. Ein Riesentheater. Bei all dem Theater, was wir gerade machen, brauchen wir die Theater gar nicht mehr. Deshalb sage ich, lasst die Theater zu. Für immer. Das ist mir wichtig. Bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Mein Name ist Oliver Nölken, ich bin Richter. Als Westdeutscher habe ich nie etwas anderes kennengelernt als ein Leben in Freiheit und einen Rechtsstaat, der funktioniert. Ich habe nie meine Klappe halten müssen, wenn ich aus tiefer Überzeugung etwas als Unrecht empfunden habe. Und ich werde auch jetzt nicht damit anfangen. Ich bin entsetzt über das, was seit einem Jahr in Deutschland passiert. Der Staat autoritär, seine Vorschriften kleinlich und willkürlich. Unsere Grundrechte und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit außer Kraft. Weite Teile der Gesellschaft unkritisch, linientreu, manche geradezu fanatisch. Ich danke den Künstlern von Alles Dichtmachen
für einen Lichtblick in einer dunklen Zeit, für eine freundliche und humorvolle Erinnerung daran, dass es nicht der einzige Sinn unseres Lebens ist, uns nicht mit irgendetwas anzustecken. Das Leben mehr ist als existieren. Und dass wir auch ohne staatliche Willkür und Bevormundung auf uns aufpassen können. Es ist Zeit, uns unser Leben und unsere Freiheit zurückzuholen. Ich bin Beatrix Heidemann. Ich bin Ärztin. Ich finde die Filme der Aktion Alles dicht machen ziemlich gelungen. Zum Teil konnte ich lauthals lachen. Danke dafür an die Künstlerinnen. In der Psychologie nennt man das nicht Satire, sondern paradoxe Intervention. Die wendet man an, wenn sich Patientinnen massiv gegen die Erkenntnis wehren, dass ihre Gedanken, Gefühle oder Handlungen unsinnig, zum Teil sogar falsch sind. Seit über einem Jahr machen uns unsere Politikerinnen genau dieses Verhalten vor. Deshalb finde ich es einen mutigen Versuch von den Künstlerinnen zu bewirken, dass die Gesellschaft an ihren Filmen aufwachen kann. Dass sie dafür nun beschimpft, zum Teil massiv bedroht werden, war leider zu erwarten. Für mich ist es ein weiterer Beweis dafür, wie schlecht es in der Bundesrepublik Deutschland mit der Meinungsfreiheit bestellt ist. Ich bin Ärztin, mein Name ist Isolde Lernpass-Wutzel und ich freue mich unheimlich über die Alles-Dicht-Machen-Aktion. Wenn nicht die Künstler, wer dann kann eine Situation so prägnant beschreiben, kann auf Kollateralschäden, die zweifelsohne durch die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie entstanden sind, wer sonst kann so gut darauf hinweisen? Der Virus ist natürlich besiegbar, wenn wir alle dauerhaft einsperren. Aber dauerhaft einsperren hat mit Gesundheit eben gar nichts zu tun. Guten Tag, mein Name ist Wolfgang Vogt und ich bin Arzt für Innere Medizin. Es sei vorausgeschickt, dass ich mich weder zu den Corona-Leugnern noch zu den Impfgegnern zähle, obwohl man zu den Impfstrategien durchaus geteilter Meinung sein kann. Den Lockdown betrachte ich dennoch kritisch, weil die durch ihn entstehenden Kollateralschäden den gewünschten positiven Effekt ins Gegenteil verkehren können und möglicherweise auch tun. Den Künstlerinnen und Künstlern möchte ich für ihr Statement in Alles dicht machen herzlich danken und meine Solidarität erklären. Wie sehr diese Aktion überfällig war, zeigt sich alleine deutlich schon darin, wie nun die Ratten der Deutungshoheit, wenn man das mal so ausdrücken soll, aus ihren Löchern gekrochen kommen und diese gleichgeschaltete Meinungsmache demaskieren. Danke nochmal für den Mut, ihr Künstler. Danke. Mein Name ist Claudia Hese. Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin und möchte hiermit meine uneingeschränkte Solidarität mit den Künstlern der Aktion Alles dicht machen bekunden. Ich danke für diesen wichtigen Beitrag in der aktuellen Situation. Wir brauchen einen toleranten öffentlichen Diskurs. Ich bin Manfred Kölsch. In meiner fast 40-jährigen Tätigkeit als Richter hätte ich mir nie gedacht, dass ein Virus die deutsche Verfassungsarchitektur aus den Angeln heben könnte. Der Föderalismus wird mithilfe der Ministerpräsidenten zu Grabe getragen. Der beschlossene Inzidenzwert Automatismus verstößt gegen das Rechtsstaatsprinzip, da es ein Maßnahmegesetz ist. Und die Verkürzung des Individualrechtsschutzes verstößt gegen Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz. 80 Millionen Bürger werden von einem Lockdown in den anderen geführt, aufgrund von unzulänglichen PCR-Tests und beliebigen Inzidenzwerten ohne sichtbaren Erfolg. Dabei werden die tatsächlich Gefährdeten nicht ausreichend geschützt. Unsere Kinder gehören sicherlich nicht zu den Gefährdern oder den Gefährdeten. Das ist vielfach belegt. Und dennoch werden sie täglich mit Tests, Masken und bald auch Impfungen traktiert. Mit einem beschlossenen Inzidenzwert von 165
der geradezu an Willkür grenzt, steht Ihnen der nächste Lockdown bevor. Ich protestiere gegen diese unverhältnismäßigen Maßnahmen der Exekutive, aber auch gegen die unzulängliche Kontrolle der Exekutive durch die Rechtsprechung. Ich protestiere speziell dadurch, dass ich jetzt das mir vor vielen Jahren verliehene Bundesverdienstkreuz zurückgebe. Mein Name ist Ingrid Heimke. Ich bin niedergelassene Kinder- und Jugendärztin. Seit Anfang dieses Jahres suchen mich zunehmend Familien auf, deren Kinder unter psychischen Erkrankungen leiden. Ich sehe unter anderem Depressionen, Essstörungen und Schulängste. Diese Krankheiten gab es immer, aber noch nie in meiner ärztlichen Tätigkeit habe ich so viele Kinder in einem so kurzen Zeitraum unter diesen schweren Krankheitsbildern leiden sehen. Die Künstler von Alles dicht machen haben den Menschen eine Stimme gegeben, die momentan zu wenig gehört werden. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken und meinen tiefen Respekt aussprechen. Es ist nun Aufgabe der Gesellschaft, nach einer Lösung zu suchen, wie Infektionsschutz, Wahrung der seelischen Gesundheit und Achtung der Grundrechte gelebt werden können. Mein Name ist Frank Horbeck und ich bin seit 34 Jahren Arzt. Ich finde diese Aktion richtig klasse und mutig. Nicht so sehr wegen des künstlerischen Wertes, sondern weil sie aufzeigte, was danach kam. Wie ein Mob funktioniert, wie Framing funktioniert, wie Menschen, die in ihrer Profession Kritik ironisch einpackten, geteert und gefedert wurden. Wer diese Freiheiten nimmt oder in Frage stellt, der nimmt uns allen die Freiheit. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. In diesem Sinne, bleiben Sie stark. Hallo, mein Name ist Rebecca Herrmann. Ich bin niedergelassene Frauenärztin aus Norddeutschland und möchte mich bei allen Beteiligten der Aktion Alles dicht machen bedanken. Die Schauspieler haben auf eine wunderbar ironische, teilweise auch zynische Art und Weise uns einen in den Spiegel vorgehalten und den Finger in die Wunde gelegt. Seit einem Jahr betreue ich sowohl Corona-Kranke als auch Menschen, die unter den Maßnahmen leiden. Dazu zählen Kinder und Jugendliche mit Essstörungen, mit schweren depressiven Symptomen, alte Menschen, die vereinsamen, Mütter, die unter der Dauerbelastung zusammenbrechen, junge Menschen mit Suizidgedanken. Meine älteren Damen berichten mir teilweise, dass sie zwar den Krieg erlebt und überlebt haben, dass sie damals Angst vorm Sterben hatten, aber dass sie es diesmal als schlimmer empfinden, weil sie damals zusammengehalten haben. Und das wünsche ich mir von uns allen, dass wir zusammenhalten als Gesellschaft, dass wir wieder aufeinander zugehen und uns zuhören. Dankeschön. Hallo, mein Name ist Sven Klotka. Ich bin Zahnarzt in Herzogenrath. Das ist in der Nähe von Aachen. Und ich möchte mich bei den 50 Künstlern für ihr mutiges Statement bedanken. Ich denke, dass es wichtig ist, in einer gelebten Demokratie seine Meinung frei äußern zu dürfen. Aus diesem Grund solidarisiere ich mich mit diesen 50 Künstlern. Bertolt Brecht sagte einst, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Widerstand an der Stelle aber bitte, bitte gewaltfrei. Es geht um nicht weniger als unsere Demokratie. Da sollte jeder mal in Ruhe drüber nachdenken. George Orwell schrieb Animal Farm. Sehr eindrucksvoll für jeden, der das Buch kennt, zu sehen, was dort passiert ist. Letztendlich, wenn man genau hinsieht, befinden wir uns in einer ähnlichen Zwickmühle. Meiner Meinung nach können wir den 50 Künstlern gar nicht genug danken für den Mut, den sie zeigen, das Risiko, das sie eingehen. Und an der Stelle Dankeschön. Danke euch dafür, dass ihr gewaltfreien Widerstand leistet. Bleibt gesund. Mein Name ist Martina Eberhardt und ich bin pensionierte Juristin. Die Aktion der Künstler und Schauspieler fand ich richtig klasse. Diese mutigen Menschen haben sich satirisch und kritisch gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung geäußert und dies sogar noch öffentlich gemacht. Ich rufe nunmehr die Juristen aufzustehen und sich ebenfalls zu äußern. Denn seit über einem Jahr werden die Grundrechte der Menschen zutiefst und massiv verletzt. Insbesondere fordere ich die Gleichbehandlung
von Geimpften und Ungeimpften, denn es sollte jedem selbst die Entscheidung überlassen werden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Es darf kein Privileg geben. Mein Name ist Felix Schielein, ich bin Apotheker und habe 45 Jahre lang Sinn und Unsinn der etablierten Medizin kennenlernen dürfen. Darum geht es mir aber hier jetzt überhaupt nicht. Mir geht es um den Beitrag Alles dicht machen und den unglaublichen Mut, den diese Künstler aufgewendet und aufgebracht haben. Sie haben aufgezeigt, wie groß die Gefahr ist, dass die Freiheit der Kunst verloren geht. Die Freiheit der Kunst und die Freiheit der Künstler ist aber ein untrügliches Zeichen für Demokratie und für die Freiheit von uns allen. Ihr habt meine ganze Hochachtung für diese Aktion und ich bin wirklich nur traurig, dass einige von euch praktisch unter massivem Druck Abbitte haben leisten müssen. Gerade denen gilt mein ganzes Mitgefühl. Bitte macht weiter so. Mein Name ist Claudia Schöne mit OE. Ich bin Tierärztin und danke den mutigen Schauspielerinnen und Schauspielern für ihre pfiffige, intelligente und respektvolle Aktion Alles dicht machen. Unsere Regierung klaut uns unsere Grundrechte, unsere Freiheit, unsere Freude, unsere Fantasie und spricht uns unsere Eigenverantwortung ab. Die Mainstream-Medien sind gleichgeschaltet und bekämpfen jegliche andere Meinungsäußerung mit den perfidesten Beschimpfungen. Die Experten der Regierung verweigern sich jeglicher wissenschaftlicher offener Diskussion. Mit den Impfungen gegen das Coronavirus verstößt die Bundesrepublik Deutschland und nicht nur diese gegen den Nürnberger Kodex. Wie lange soll das noch so weitergehen? Wir, die Bürger dieses Landes, das Volk, wir sind der Souverän. Danke. Mein Name ist Martin Hirte und ich bin niedergelassener Kinderarzt. Zurzeit erlebe ich an jedem Arbeitstag verzweifelte Eltern, die durch die Politik des Alles-Dichtmachens in großer Not sind. Ich sehe auch immer mehr Kinder, die traurig oder psychisch auffällig sind. Die Bundesregierung hat ein Ohr nur für einige wenige ideologisierte Berater, die mit ihren Vorhersagen schon mehrfach völlig daneben lagen. Der dringend notwendige Strategiewechsel ist ausgeblieben. Die Maßnahmen-Dampfwalze rollt unerbittlich weiter. Jetzt wird auch noch an einer Zweiklassengesellschaft von Geimpften und Ungeimpften gearbeitet. Und die Gesellschaft wird noch weiter gespalten. Ich danke den Schauspielern, die mit ihrer Aktion Alles dicht machen, die Kritik an der Regierung auf eine neue Stufe gehoben haben. Satire ist erlaubt und notwendig, wenn Argumente nicht gehört werden. Ich habe großen Respekt vor allen, die daran teilgenommen haben. Sie haben etwas bewegt. Ich heiße Simone Mack und bin Psychotherapeutin. Hallo, ihr lieben, ehrlichen, humorvollen, mutigen und authentischen Menschen der Aktion Alles dicht machen. Was ihr gerade erlebt, ist eins der Phänomene unserer Gesellschaft, dass nämlich sogenannte Killerphrasen in der Kommunikation salonfähig geworden sind. Killerphrasen, die einschüchtern sollen, die euch mundtot machen, die euch beschämen und in die Rechtfertigungsecke drängen sollen. So etwas wie, sind sie so naiv, sie spielen der rechten Ecke zu, den Corona-Leugnern, den, ja, was auch immer. Aluhüten, mein Gott, sind wir alle verrückt geworden. Ich habe mich so über eure Aktion gefreut, habe endlich mal wieder gelacht und habe seit langer Zeit das Gefühl gehabt, wieder normal zu sein. Vielen, vielen Dank für eure Aktion. Danke für den Stein des Anstoßes. Hallo, ich bin Sascha Rubert und ich bin Altenpfleger. Ich finde die Aktion Alles dicht machen gut und ich möchte sie mit meinem Beitrag unterstützen und dafür danken. In meinem Beruf erlebe ich zum Teil erhebliche Schwierigkeiten in der Kommunikation mit demenziell veränderten Menschen. Diese Menschen sind eh schon stark verunsichert durch ihre Erkrankung und sehen jetzt nicht mal mehr unser Gesicht. Sie brauchen unsere Mimik, unser Lächeln, weil das der einzige Lichtblick ist in einer Zeit, in der Angehörige sich zum Teil nicht mal mehr ins Altenheim trauen, um sie zu besuchen. Das ist wirklich schade. Bleibt nicht nur gesund, bleibt doch freundlich. Und besucht Oma und Opa und Mama und Papa. Danke. Hallo, ich bin Tina Lindermeier, ich bin niedergelassene Ärztin. Schauen Sie sich unter keinen Umständen die Kurzfilme der Aktion Alles dicht machen an.
Es könnte nämlich sein, dass diese Filme etwas mit ihnen machen, sie zum Nachdenken anregen, zum Diskutieren über die zum Teil wissenschaftlich fragwürdigen Corona-Maßnahmen und dass sie dann selber aktiv werden für ihre und unsere Gesundheit, für die Freiheit, für ein solidarisches, menschliches Miteinander. Als Ärztin nehme ich die Corona-Erkrankung ernst, sehe aber in meiner Praxis in einem viel größeren Umfang die negativen und gesundheitsschädlichen Folgen der Corona-Maßnahmen, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei älteren Menschen. Psychische Erkrankungen nehmen eindeutig zu, unser soziales Miteinander leidet. Ich danke den Schauspielern und dem Regisseur der Aktion Alles dicht machen. Mein Name ist Frahm und ich als pensionierter Arzt will auch noch was sagen. Ich fand die Aktion der Schauspieler gut, sehr gut. Ich habe schon lange darauf gewartet, dass da was kam. Vor allem der Hinweis auf die unausgewogene Berichterstattung der Medien war wichtig. Ich will keinen Haltungsjournalismus. Ich will freies Journalistentum. Und was soll das jetzt? Ich kritisiere den Lockdown und werde dann für das Sterben auf den Intensivstationen verantwortlich gemacht? Ja, geht's noch? Was ist mit dem Passivrauchen, den Verkehrstoten, der Umweltverschmutzung, der Kindersterblichkeit bei Kobaltgewinnung und so weiter und so weiter? Bleiben wir doch alle immer zu Hause, kleiden uns in Sackleinen und hören auf zu denken. Meine Meinung. Hallo, schaut mal bitte, was ich hier habe. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Zeig's nochmal. Okay, ich löse auf. Das ist ein Originalstein aus der Mauer. Ja, so. Und warum zeige ich das? Diese Mauer wurde eingerissen. Es gibt aber neue Mauern. Neue Mauern in den Köpfen der Leute. Es scheint so zu sein, als haben sich in Deutschland zwei Lager gebildet. Also hier ist die Mauer und da sind die Lager. Es ist sehr erschreckend, dass das eine Lager sagt, ihr müsst aber diese Meinung haben. Und das andere Lager wagt sich, eine andere Meinung zu haben. So, und ich erlebe es so, dass die, die auf dieser Seite stehen, das ist schon fast Vokabular aus Krieg, ja, also Mauern und Seiten und so weiter und Lager, aber dass die, die da stehen, diese Meinung von denen überhaupt nicht akzeptieren. Es geht sogar so weit, dass die hier auf der Seite gar keine eigene Meinung haben dürfen. Und wenn sie es doch haben, dann gehört sich das nicht. Also, ich benutze jetzt ganz bewusst diese beiden Begriffe Propaganda und Indoktrination. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, dass das Früchte trägt. Also, wir scheinen nur eine Meinung haben zu dürfen, nämlich die, die von der Bundesregierung gewollt ist, die wir also tagtäglich zu sehen und zu hören und zu lesen bekommen. 52 Schauspieler haben unter dem Hashtag Alles dicht machen gestern eine Aktion gestartet, wo sie in Videoclips von maximal 3 Minuten satirisch die derzeitige Situation aufs Korn nehmen. Und ich habe die so gefeiert. Ich habe gestern gesagt, ja, endlich passiert hier in diesem Land etwas. Endlich melden sich 52, die eine andere Meinung haben. Was passiert heute? Diese 52 sind einem Shitstorm und Bashing ausgeliefert. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das geht, 2021 in Deutschland. Schauspielerkollegen distanzieren sich jetzt von ihren Schauspielerkollegen, ja. Einige dieser 52 sahen sich genötigt, ihre Videos schon wieder zurückzunehmen und sich davon zu distanzieren. Wo leben wir? Ja, Jan-Josef Liefers sagt es ganz richtig. Die Angst muss ganz oben bleiben. Die muss ganz oben bleiben. Und dank der Medien bleibt das auch so. Ich bin Sprachtherapeutin und erlebe wirklich so viele Ängste bei meinen Patienten, die gekommen sind durch diese tagtäglichen Meldungen seit über einem Jahr. Inzidenz, Fallzahlen, Triage, ja, der Wahnsinn. Sobald man eine andere Meinung hat, wird man sehr schnell in diese Ecke gedrängt, ein Corona-Leugner zu sein oder eine Verschwörungstheoretikerin, Aluhutträgerin, Querdenkerin. Und so ist es diesen 52 Schauspielern auch gegangen. Da wird davon gesprochen, dass sie sich schämen sollten, dass sie
die Corona-Kranken oder Verstorbenen verhöhnen würden. Ich habe 52 Clips mir angeschaut. Es ist niemals die Rede. Und es ist auch überhaupt nicht die Wahrnehmung bei mir, dass diese Opfer verhöhnt worden sind. Nein, es geht um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, die ich auch kritisiere. Jan-Josef Liefers kritisiert, dass immer nur die gleichen Wissenschaftler zu hören sind und dass es genügend andere Wissenschaftler gibt, durchaus mit Reputation, die nicht gehört werden. Eine Schauspielerin sagt, in diesen Zeiten sollte man besser keine eigene Meinung haben. Es würde auch der Karriere nicht gut tun. So weit sind wir schon. Wir haben eine Mauer in den Köpfen. Und ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Ja? Ich bin fassungslos. Und deshalb dieser Mauerstein. Und ich hoffe, dass diese Schauspieler, die sich gestern so mutig gezeigt haben, nicht einknicken. Und ich hoffe, dass ihre Aktion bewirkt, dass es endlich zu einem öffentlichen Diskurs kommt, wo verschiedene Meinungen gehört werden. In diesem Sinne passen wir gut auf uns auf. Hallo, mein Name ist Friedrich Pürner und ich bin Arzt. Ärzte dürfen niemals schweigen. Die Aktion Alles dicht machen fand ich persönlich hervorragend. Die Künstler zeigten uns auf ihre ganz spezielle Art und Weise die negativen Seiten der Corona-Maßnahmen. Humorvoll, wie ich finde. Als Arzt kann ich das nur unterstützen. Denn wir Ärzte haben alle Menschen im Blick. Hallo, mein Name ist Isabel von Heidebrand und ich bin Juristin. Ich möchte mich gerne bei den Schauspielern bedanken, die den Mut hatten, bei dieser gelungenen Alles-Dichtmachen-Aktion mitzuwirken. Ich bin Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern und daher tagtäglich mit den Folgen der Corona-Maßnahmen konfrontiert. Aber nicht nur im Privaten, auch beruflich. Wenn ich beispielsweise Menschen treffe, die in Altersheimen leben, isoliert, ohne Besuch, inzwischen vielleicht mit etwas Kontakt zur Außenwelt, dann aber natürlich unter strengster Einhaltung der Hygieneregeln. Maske, Trennscheibe, Abstand. Keine Umarmung, kein Küsschen. Und das seit einem Jahr. Menschen, die wegen ihrer nachlassenden Sinne dringend auf Nähe angewiesen sind. Oder diejenigen, die auch schon vor Corona an einer psychischen Erkrankung litten und die jetzt vor lauter Angst das Haus überhaupt nicht mehr verlassen und dadurch immer schwerer in ihrer Depression versinken. Und alle, die es wagen, sich kritisch zu äußern, werden in eine Ecke gestellt. Liebe Schauspieler, eure Aktion hat mir neuen Schwung gegeben. Ich werde weiter den Mund aufmachen und das Gespräch suchen und Gesicht zeigen, in der Hoffnung, dass sich noch viele anschließen. Servus, mein Name ist Ronny Weikl, ich bin Arzt und Mitinitiator des Vereins MWGFD, Medizin und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, der sich bereits vor einem Jahr gegründet hat in der Kritik an den völlig überzogenen Maßnahmen und Einschränkungen im Zusammenhang mit der sogenannten Corona-Krise. Ich freue mich riesig, dass sich jetzt viele prominente Künstler in der Aktion Alles dicht machen zusammengetan haben und mit witzigen, ironischen Kurzfilmen mithelfen, dass mehr Menschen zum Nachdenken kommen bezüglich der katastrophalen Auswirkungen und Folgen des millionenfachen, ja milliardenfachen Leides verursacht durch die globale Covid-19-Agenda. Mit ihren Beiträgen haben die Akteure nicht nur ihren Mut bewiesen, sondern auch Herz und Verstand gezeigt. Ich wünsche mir, dass viele weitere Künstler sich an dieser Aktion beteiligen. Wenn wir als Menschheitsfamilie weltweit zusammenhalten, kann es uns gelingen, aus dieser Krise eine Chance zu machen. Mein Name ist Corona, ich bin Krankenschwester. Und ich danke euch, das ist doch klar. Eure Aktion ist wunderbar. Mit Witz, mit Charme und Ironie. Satirisch, kunstvoll wie noch nie. Ihr sprecht die Wahrheit mutig aus. Auch für die Menschen, die zu Hause für sich alleine stimmlos leiden. Will man das Leid denn nicht vermeiden? Die vielen Kinder und die Greise, die leiden still auf ihre Weise. Ihr macht es deutlich, zeigt Gesicht, doch passt den Herrschenden das nicht. Wir sehen alle, was passiert. Ihr seid verunglimpft. Denunziert, weil sie die Wahrheit nicht ertragen. Deswegen
müssen wir es wagen. Wir dürfen hinschauen, kritisieren. Was haben wir denn zu verlieren? Die Lähmung und die Angst sollen gehen. Ihr zeigt uns freundlich, dies zu sehen. Die Wahrheit soll nun nicht mehr ruhen. Ihr helft uns, es euch gleich zu tun. Die Wahrheit, ja, sie darf ans Licht. Wir zeigen alle jetzt Gesicht. Danke.